zeige Ihnen mal hier, was so die Basisvoraussetzungen sind. Ich habe einfach einen PC. Hier in dem Fall ist es ein Mac. Sie können das genauso gut, aber was ich Ihnen zeige, auf dem Desktop-PC umsetzen, genauso auch auf Ihrem Laptop. Es gibt eine Webcam an dem Rechner, wo man im Vorschaubild dann sich selber anzeigen kann, damit das auf dem Video abgebildet ist. Genau, wenn man den Ton noch etwas verbessern möchte, habe ich jetzt hier so ein kleines Ansteckmikrofon, um dann eine bessere Tonqualität zu erreichen. Aber das sind dann schon so Hightech-Varianten, die jetzt nicht zwingend am Anfang benötigt werden. Es ist hilfreich, ein Headset zu nutzen und eine Webcam einzusetzen, um dann entsprechend sozusagen diese Videos auch gut bekömmlich für die Studierenden bzw. SchülerInnen zu produzieren. Und zwar können Sie, wenn Sie in jedem Browser Ihrer Wahl bzw. auf jedem Rechner Ihrer Wahl, also für Windows und für Mac-Rechner gilt das Gleiche, können Sie auf die Webseite loom.com zugreifen, wo Sie sich jeweils registrieren können, hier mit dem Button Get Loom for Free. Dann erhalten Sie, wenn Sie dann Ihre Benutzerdaten eingegeben haben bzw. Ihre E-Mail-Adresse eingegeben haben, bekommen Sie erstmal den Free-Account, also den kostenlosen Account dafür. Wir haben aber schon für die gesamten Organisationen AWV, AFBB und FAD komplett alle unsere Domains freigeschalten. Das heißt also, wenn Sie sich mit der dienstlichen E-Mail-Adresse anmelden, werden Sie nach kurzer Zeit automatisch in die Pro-Version weitergeleitet. Das haben wir sozusagen schon mal vorbereitet. Loom ist ein Aufnahmeprogramm und ein Schnittprogramm, was uns in die Lage versetzt, hier ein sogenanntes Screencast zu machen. Was sind Screencasts? Screencasts sind sozusagen Aufnahmen vom Bildschirm. Sie sehen hier beispielsweise jetzt eine Bildschirmaufnahme, die ich gemacht habe auf meinem Mac. Also man kann das genauso gut auch, was ich Ihnen demonstriere, auf dem Windows-Rechner dann tun, also auf fast allen Endgeräten funktioniert das also gleich, dass man hier den kompletten Bildschirm, das, was man darauf macht, auf einem Video aufnehmen kann. Und das ist für uns sozusagen für Lehrveranstaltungen, für den Unterricht grundsätzlich super, weil wir dann nämlich Sequenzen schneiden können, beziehungsweise auch Vorträge, also gerade wenn ich jetzt an PowerPoint denke oder an Demonstrationen und Tutorials mit Excel und verschiedenen anderen Programmen, vielleicht auch Fotos, die man zeigen möchte und daraus sozusagen eine Collage entwickeln. Also man kann viele Einsatzszenarien denken, die für den Unterricht geeignet sind. Alles das kann man mit Hilfe von den Bildschirmaufnahmen oder auch frei übersetzt Screencasts durchführen. Und wir wollen eben genau diese Software Loom einsetzen und in allen drei Einrichtungen, weil wir hier sonst in einem kompakten Programm, was jetzt nicht auf dem Rechner zwingend installiert sein muss, sondern online funktioniert, auf einer Website funktioniert, wollen wir die Videoerstellung Ihnen etwas erleichtern. Okay, und das, was Sie jetzt sehen, lässt sich sozusagen dann auf allen den Endgeräten auch umsetzen. Ich logge mich mal ein mit meiner Adresse. So, in der Hoffnung, dass ich jetzt das Passwort richtig eingegeben habe. Ja, es funktioniert. Sie sehen hier, dass ich auch schon relativ viele Videos erstellt habe für meine eigenen Veranstaltungen und natürlich auch für Testzwecke bzw. für die Workshops von Elias und drumherum, für das E-Learning ganz allgemein. Und ich habe die Plattform schon mal relativ ausführlich getestet. Wenn man sich angemeldet hat, wenn man auch registriert ist und dann auch freigeschalten ist, kommt man gleich sozusagen auf diese Oberfläche von Loom, wo man, ich habe hier schon mal so ein Ordnersystem angelegt, hier mit New Folder bzw. New Public Folder, wo ich immer schrittweise sozusagen die verschiedenen Lehrveranstaltungen, die ich vorbereiten möchte und wo ich ein Video gedreht habe, dann entsprechend abgespeichert habe. Und es gibt dann noch einen Bereich sozusagen, wo man sich sozusagen noch die Account Settings einstellen kann. Das lasse ich heute mal weg. Das folgt gegebenenfalls nochmal als ein weiteres Video. Aber nur, dass Sie einfach sehen, das ist alles schon auf dieser Plattform. Und ich kann jedes einzelne Video kann ich hier anklicken und erhalte dann so ähnlich, wie Sie es vielleicht kennen von YouTube oder von anderen Austauschplattformen, dass ich mir dieses Video anzeigen lasse. Ich mache mal hier die Ansicht ein bisschen kleiner, damit Sie mehr sehen vom Bildschirm. Und das Video kann ich
hier abspielen. Das Spannende von Loom ist, dass ich dann hier mir einfach einen Link erzeugen lassen kann und nur diesen Link teile. Es wird dann nicht im Internet veröffentlicht, sondern mit diesem Link kann ich dann die SchülerInnen oder die Studierenden dann mit der jeweiligen Lernressource versorgen. Oder ich kann mir es auch, hier sieht man es an dem Download-Button, herunterladen. Es wird dann sofort als MP4 gespeichert und ich kann auch die MP4 als Videodatei in Elias in meiner geplanten Veranstaltung hochladen. Also relativ simpel, sozusagen alles gehalten. Und das ist aber noch nicht alles. Es gibt auch noch ein bisschen mehr, was man dazu sagen kann. Das zeige ich dann auch später noch. Man kann hier mit der Trim-Funktion auch noch ein kleines, so Basisschnittmöglichkeiten sozusagen von Loom oder innerhalb von Loom umsetzen. Und den Call to Action kann man setzen. Das ist sozusagen die Aufforderung am Ende des Videos dann, den jeweiligen Kanal zu abonnieren oder andere Aufforderungen, die meinetwegen auf eine Aufgabenstellung hinweisen oder kann man einfügen. Und ein Custom Thumbnail, das sind sozusagen die Vorschaubilder, die man sieht, wenn man, wie hier beispielsweise, das Video noch nicht aufgerufen hat, sondern so eine Vorschau sieht. Alles das kann man hier schon in dieser Software einstellen, ist sehr bedienerfreundlich, deswegen haben wir uns dafür entschieden und sehr auch sneak und einfach gehalten, sodass man ohne große Video- und Schnittkenntnisse sich relativ schnell dazu einarbeiten kann. Lassen Sie sich einfach darauf ein. Das ist wirklich eine spannende Sache, wenn man sich Videos selber erstellen kann. Und das unterstützt die Studierenden und die SchülerInnen ungemein, wenn man sie sozusagen dann nochmal mit einer anderen Lernressource, wenn man eine andere Lernressource zur Verfügung stellen kann. Und letztlich können Sie auch das, was Sie erklären wollen, also zum Beispiel, wenn Sie in Elias eine Funktion erklären wollen, das können Sie auch in Form eines Videos dann zukünftig machen. Und so können Sie auf einen anderen Weg, wenn man so will, auf einem videografischen Weg auch mit den Schülern kommunizieren. Okay, so viel vielleicht ganz kurz zu Loom. Mein zweiter Punkt ist, dass ich Ihnen einfach Loom mal zeige, wie die Aufnahmefunktion funktioniert. Dazu können Sie auf dem Rechner jeweils immer eine Desktop-App installieren. Das habe ich jetzt hier mal gemacht. Man kann das gleich aber auch aus einer Extension, zum Beispiel die es für den Chrome-Browser gibt und für Mozilla Firefox, glaube ich auch, kann man auch aus dieser Extension heraus, also mit der Funktion sozusagen innerhalb des Browsers, auch die Aufnahmefunktion nutzen. Ich nutze mal hier die Desktop-App, die im Hintergrund läuft. Die sehen Sie hier oben auch. Die ist schon mal sozusagen gestartet und öffnet auch gleich das Fenster. Das ist sozusagen, das sind die ganzen Einstellmöglichkeiten. Mehr ist es tatsächlich wirklich nicht. Also relativ übersichtlich gehalten. Und ich zeige es Ihnen jetzt hier am Mac. Sie können aber genauso gut das Gleiche am Windows-PC nachvollziehen. Da erscheint das dann im unteren Teil Ihres Bildschirmes, rechts unten, wo die verschiedenen im Hintergrund geladenen Apps gezeigt werden. Und wenn Sie dort sozusagen auf das gleiche Symbol gehen, das sieht genauso aus, dieses Blütensymbol, dann kommen Sie auch auf die gleichen Funktionen, die ich Ihnen hier zeige. Was kann man hier sehen? Man kann zwischen drei verschiedenen Modi wählen, was man denn hier und wie man denn aufnehmen möchte. Diese Software ist darauf trainiert, Screencasts zu machen, also Bildschirmaufnahmen zu machen. Ich kann einerseits sozusagen eine Bildschirmaufnahme machen mit Kamera. Da sehen Sie auch mich links unten, wie ich jetzt hier sozusagen dann vor der Webcam bin. Das ist nicht sozusagen zwingend notwendig. Es gibt die Option, dann auch beispielsweise nur Screen, also Screen-only Aufnahmen zu machen oder nur die Aufnahme mit der Webcam. Alles das ist sozusagen alles hier in dem Fall umsetzbar. Es ist günstig, eine Webcam zu nutzen, weil da im Regelfall auch ein sehr gutes Mikrofon schon eingebaut ist. Da müssen Sie sich da keine großen Gedanken darüber machen. Sie sehen auch hier schon den Balken immer regelmäßig ausschlagen, sodass hier auch die Tonaufnahme gewährleistet ist. Und ein zweiter Vorteil ist, dass Sie damit die Videos, die Sie drehen, personalisieren können. Und aus der sowohl Online-Lernforschung als auch aus der allgemeinen pädagogischen Forschung wissen wir, dass ja die Lehrenden zu einem hohen Anteil, also wenn ich jetzt gerade an die Hattie-Studie denke, die weltweit verschiedene Untersuchungen zusammengefasst hat in einer Metastudie und dann zu dem Ergebnis gekommen ist, dass insbesondere die Lehrenden, also wir, die wir im jeweiligen Klassenraum stehen, einen hohen Einfluss darauf haben, ob der Lernerfolg
am Ende der Veranstaltung auch tatsächlich erreicht wird. Von daher ist es schon vor diesem Hintergrund für mich jetzt persönlich auch immer angezeigt, dass ich versuche, das Video mit einzublenden, um mich auch als Person, wie ich rede, wie ich interagiere, ob ich jetzt Gestik und Mimik verwende, auch mit zu zeigen. Also ist kein Muss, so sagen, eine Webcam mit zu benutzen, aber ich würde es Ihnen empfehlen und nahelegen, darüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht doch auch in einem kleinen Umfang, so sagen, Ihr jeweiliges Video mit aufwerten würde, weil es eben persönlich ist. Okay, das sind die drei Varianten. Ich wähle jetzt mal einfach die erste Variante, weil die vielleicht auch am häufigsten genutzt werden könnte, Screen und Cam. Und ich kann dann, nachdem ich hier sozusagen die jeweilige Aufnahmeart gewählt habe, kann ich mir dann noch einmal in einem zweiten Schritt überlegen und selektieren, welchen Teil des Bildschirms ich denn aufnehmen möchte. Hier momentan ist jetzt eingestellt Fullscreen, das heißt, also es wird alles aufgezeichnet, was auf dem gesamten Bildschirm passiert. Ich kann aber auch das einschränken auf ein Window, also auf ein Fenster. Dann wird beispielsweise jetzt hier nur das Fenster, so sagen hier Safari in dem Fall, aufgenommen. Und gehen wir nochmal zurück. Habe gerade auf die Escape-Taste gedrückt. Dann kann ich auch noch mit Customize, kann ich hier einen bestimmten Bereich des Bildschirms nur aussuchen mir und dann entsprechend aufnehmen. Das macht dann Sinn, wenn Sie beispielsweise jetzt mehrere Dinge auf dem Bildschirm gleichzeitig haben, also meinetwegen Ihr Skript auf der linken Seite und auf der rechten Seite das Fenster, wo die Präsentation abläuft, dann können Sie natürlich dann auch das so selektieren, dass Sie nur die Präsentation, wie sie dort abläuft, abfilmen und nicht Ihr Skript, was Sie zu sich als Notizen gemacht haben. Also das auch gleich wieder als Tipp, Sie können sozusagen hier auch Ausschnitte definieren. Genau, was kann man hier noch einstellen? Man muss jetzt sozusagen die Videokamera hinterlegen, die finde ich hier raus, sozusagen in den verschiedenen, in dem Dropdown-Menü. Ich stelle da mal jetzt nicht so viel drum herum, weil ich nämlich das jetzt auch gerade mit einer anderen Software, nämlich mit QuickTime im Hintergrund aufnehme. Alles das, was Sie jetzt hier sehen, wäre sonst nicht sofort sichtbar. Also, ich kann hier noch die Webcam und das Mikrofon jeweils einstellen und darüber hinaus auch das Qualitätsformat oder die Qualität sozusagen Ihres und die Formatgröße sozusagen Ihres Videos. Im Regelfall würde ich Ihnen empfehlen, hier einfach auf Auto zu bleiben. Sie können Bildschirmaufnahmen machen bis hin zu 4K, sofern Sie eine Kamera dafür haben, beziehungsweise der Bildschirm das auch von, beziehungsweise die Grafikkarte auch hergibt, können Sie hier eine sehr hochauflösende Bildschirmaufnahme machen. Es reicht im Regelfall zu, wenn Sie 720p oder 1080p wählen. 1080p ist vielleicht die präferierte Variante, weil dann sozusagen die Anzeige im High Definition, also HD-Modus, möglich ist, so ähnlich wie Sie es dann auf dem Fernsehgerät sehen, beziehungsweise was auch die meisten Videos dann auf YouTube und an anderen Tauschbörsen oder Börsen generell, Videoplattformen zu sehen sind. Das ist so das gängigste Format, was man am häufigsten findet. Ich würde es auch in einem höheren Format aufzeichnen, um einfach dann, wenn man später darauf zugreift, auch das entsprechend in dieser ja, Auflösungsvariante dann wieder auffinden zu können. Zum Beispiel, wenn man auch einen besseren Bildschirm eines Tages hat, dann ist das auch das Anzeigebild wesentlich besser. Genau, das wähle ich jetzt einfach mal aus. Man könnte genauso gut, wie gesagt, das auf automatisch lassen. Ich wähle jetzt hier mal den gesamten Bildschirm aus, dass alles aufgezeichnet wird. Und um jetzt aufzeichnen zu können, drücke ich hier einfach auf den Startbutton. Es kommt dann, das Menü verschwindet, das sehen Sie jetzt gerade. Und es kommt dann sozusagen ein Countdown 3, 2, 1, das kann man auch nochmal einstellen. Und die Aufnahme beginnt. Sie sehen hier unten, dass ich mein Vorschaufenster sozusagen von der Webcam immer noch sehen kann. Sie sehen, was hier auf dem Bildschirm passiert. Und dann kann man versuchen, um einfach mal auf dem Bildschirm was zu demonstrieren, gehe ich hier einfach mal in mein Verzeichnis wieder zurück. Und in der Zwischenzeit läuft einfach hier im Hintergrund die Aufnahme. Wenn ich fertig bin mit der Aufnahme, drücke ich jetzt hier wieder auf Stopp, beziehungsweise kann ich unterschiedlich auch pausieren oder wenn ich jetzt das nochmal neu einsprechen möchte, was sehr häufig dann am Anfang vorkommt, wenn man noch nicht so darin geübt ist, hier einfach in so eine Kamera reinzusprechen, dann kann man das auch einfach nochmal wiederholen und verwirft das dann, löscht das dann sozusagen, diese Aufnahme, ich mache das jetzt mal nicht und drücke jetzt hier auf Stopp. Es gibt einen Sound auch im Computer und die Aufnahme ist
für mich jetzt sozusagen abgespeichert. Es wird gleich automatisch hochgeladen auf Loom. Loom funktioniert dann wie ein einfaches YouTube. Da ist das Video hinterlegt. Sie können sich das gegebenenfalls runterladen. Sie können es kopieren. Sie können es verlinken. Genau, um das anderen zur Verfügung zu stellen. Und alles ist hier auf einer Plattform zu finden. Ja, dann herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil zur Demonstration von Loom und den Möglichkeiten, die es uns gibt zum Schneiden der Videos. Und das möchte ich Ihnen jetzt sozusagen im zweiten Teil beibringen. Sie sehen hier wieder die Loom-Übersichtsseite. Ich habe jetzt schon mal das Video ausgewählt, das, was wir vorhin in dem ersten Testlauf mal aufgenommen haben, und zeige Ihnen mal, welche Funktionen Sie hier nutzen können. Sie können sich das Video downloaden, indem Sie das dann meinetwegen auch auf Ihrem heimischen Rechner, wenn Sie eine Schnittsoftware haben, dann entsprechend weiter bearbeiten können. Aber eigentlich ist in Loom hier sozusagen das Mindestmaß an Editiermöglichkeiten schon eingebaut, sodass Sie das alles sozusagen auf der Plattform machen können. Alle Änderungen werden sozusagen im Rechenzentrum von Loom bearbeitet, und Sie werden sehen, dass insbesondere bei der Bearbeitung von Videos das relativ schnell auch bearbeitet ist und dass sozusagen alles gleich an einem Platz passiert, was so ein bisschen für Loom.com dann in dem Fall spricht. Sie können das duplizieren, das Video. Sie können es auch löschen, wenn Sie mal sozusagen auf eins produziert haben, was jetzt nicht sofort nutzbar ist. Sie können es auch weitergeben. Sharing wäre dann sozusagen in verschiedenen Funktionen noch auf anderen Plattformen nutzbar. Dann, was können Sie hier noch tun? Unter Einstellungen haben Sie Möglichkeiten, hier Kommentare und E-Mail-Benachrichtigungen hier von diesem Video auf dieser Webseite oder einzuschalten und auszuschalten. Das funktioniert so ein bisschen wie eine einfache Seite von einer großen Videoplattform, wie zum Beispiel YouTube, wo man dann sozusagen auch kommentieren kann und den Link zur Verfügung stellen kann. Und alle, die jetzt sozusagen darauf zugreifen, könnten dann hier sozusagen auch ihre Kommentare und ihre Emojis und sonst was hinterlassen. Das ist jetzt hier erstmal alles aktiviert, standardmäßig. Sie können darüber hinaus auch die Trim-Funktion nutzen. Da gehen wir jetzt gerade mal rein. Dann erscheint so ein ja, sehr übersichtlicher ein sehr übersichtliches Editorenmenü, wo Sie das Video im Hintergrund sehen und dann hier schon diese eine eingeblendete Funktion haben, nämlich das Trimming umzusetzen. Was ist Trimming? Da geht es einfach darum, dass Sie Textsequenzen, Teile des Videos herausschneiden können, das, was Sie nicht verwenden oder gegebenenfalls dann später nochmal verwenden wollen. Da können Sie jetzt hier sozusagen in dem Video an die jeweilige Stelle gehen. Ich gehe hier mal die Zeitleiste entlang und kann dann sagen, ab einem bestimmten Punkt, meinetwegen ab hier, diese Sequenz gefällt mir nicht, ab hier, und ich starte hier den Trim-Prozess. Ich kann das tun, indem ich sozusagen hier den Pegel sozusagen nutze und zu dem jeweiligen Frame, also dem jeweiligen angezeigten Bild zurückspringe, oder auch den begrenze sozusagen, bis wohin abgeschnitten werden soll. Ich würde bloß mal den Prozess jetzt hier sozusagen abschneiden, bis dann sozusagen diese Seite, die Übersichtsseite, kommt. Und ich sehe das hier auch sozusagen in den Timestamps, das heißt also den Zeitmarken von wo bis wo hier abgeschnitten wird. Da muss ich noch dazu sagen, das ist jetzt hier noch immer so, dass Sie sich erst das Video anschauen müssen, um herauszufinden, welche Bereiche sozusagen Sie oder welche Textstellen, die Videostellen Sie herausschneiden möchten. Und Sie müssten halt einen Start- und Endpunkt definieren. Der kann bis auf ein Zehntel genau festgelegt werden. Wenn Sie das getan haben, dann drücken Sie hier auf Remove, und dann wird automatisch hier diese Stelle rot markiert. Das Gleiche mache ich vielleicht jetzt auch nochmal am Ende. Ich möchte hier jetzt mal ganz genau justieren. Ich gehe wieder auf Trim und sage, von der Sekunde 49, nee, machen wir es mal noch genauer, von der Sekunde 50 bis zur letzten Sekunde, nämlich es ist genau 52 Sekunden, ist die Aufnahme gewesen, will ich die letzten 2 Sekunden noch abschneiden. Drück auf Remove, weg sind sie. Beziehungsweise noch sind sie nicht weg, sie sind erstmal nur rot markiert. Wenn ich das umsetzen lassen möchte, wenn ich sozusagen jetzt mein geschnittenes Video haben möchte, dann drücke ich hier auf Publish,
Und dann sehen wir alle gemeinsam die Luna, die für uns jetzt anzeigt, dass im Hintergrund auf der Plattform von Loom das Video geschnitten wird. Also es passiert nichts hier bei uns auf dem Rechner. Es braucht keine zusätzliche Rechenleistung, sondern für uns wird das Video gewissermaßen vorbereitet. Und genau, das dauert ein paar wenige Sekunden und wir erhalten gleich sozusagen das Endresultat, nämlich das Video, was hier nicht mehr 52 Sekunden lang ist, sondern eben nur noch 47 Sekunden. Das sehen Sie hier auch unten, dass ich hier Teile rausgeschnitten habe, die ich nicht brauche. Das ist eine Möglichkeit, um das Video etwas zu editieren. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit, das ist hier Edit Call to Action, CTA. Mit Call to Action, das ist so die Social Media Sprache bzw. Videosprache. Damit ist gemeint, dass man am Ende des Videos immer noch einen Aufruf bzw. eine Aktion provozieren bzw. einplanen möchte, dass eben auf etwas verwiesen wird. Wir wollen hier nicht auf den Subscribe-Button verweisen, sondern wir wollen hier einfach auf eine Aufgabenstellung verweisen, die irgendwo in Elias liegt. Und dazu können Sie hier oben einen Text eingeben. Sie können hier auch noch die Farbe des Hintergrundes dieser Textstelle und auch die Textfarbe beeinflussen. Sie können auch noch sagen, wo der Button sich wie befinden soll. Und Sie können eine URL, das heißt also eine Internetadresse hinterlegen, die Sie sich beispielsweise aus Elias herausziehen können, also genau auf die Seite, wo die Aufgabenstellung steht oder der Ordner für Ihr Unterrichtsfach zu finden ist. Da verweisen Sie genau drauf. Und wenn wir das abgespeichert haben, dann erscheint am Ende des Videos dann dieser Button. Wenn ich da drauf klicke, öffnet es mir automatisch die Seite, die ich da aufgerufen habe. Ich habe hier einfach mal die Startseite des Elias eingestellt, um das ein bisschen zu vereinfachen. Aber man kann jede x-beliebige andere Seite verweisen, auf jede beliebige andere Seite verweisen. Warum ist das sinnvoll? Weil Sie hier damit so was wie Lernsequenzen und Ketten von Aufgaben stricken können. Nämlich, dass nämlich am Ende des Videos oder vielleicht sogar während des Videos dann darauf verwiesen wird, dass man eine Aufgabenstellung bearbeiten kann. Eine Aufgabe habe ich noch vergessen. Sie können hier auch noch ein anderes Vorschaubild, ein anderes Thumbnail sozusagen hinterlegen, wenn Ihnen das, was hier auf dem Bildschirm angezeigt wird, nicht gefällt. Und das können Sie sozusagen dann direkt von Ihrem Rechner hochladen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Folie haben, auf der immer die Lehrveranstaltungen bzw. das Unterrichtsfach und die ganzen wichtigen Informationen für dieses Video stehen. Jetzt im dritten Teil geht es mir darum, Ihnen zu zeigen, wie Sie das Video, was Sie jetzt geschnitten haben im vorhergehenden Schritt, dann in Elias zur Verfügung stellen können. Dazu gibt es eine Möglichkeit. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, das wollte ich jetzt nicht übergehen, dass man sich den jeweiligen Link zum Video kopiert, der hier in dem Fall erstmal nur für diejenigen Inhaber dieses Links sichtbar ist und nicht für die weite Öffentlichkeit. Das kann man später nochmal nachholen. Ich würde Ihnen empfehlen, am Anfang erstmal Ihre Links nur privat zu teilen. Privat in dem Sinne, dass es nur auf der Elias-Plattform dann verfügbar ist. Dann könnte man sozusagen auf der Plattform jeweils dort einen Text einfügen und den Link zur Verfügung stellen. Ich kann den auch nochmal formatieren als den Link selber. Dazu muss ich diese Funktion externe Links einbinden nutzen, würde das Ganze speichern und siehe da, es gibt halt, ist nicht richtig interpretiert worden. Gehen wir mal auf die Seite, so wie es dann auch angezeigt wird. Dann kann ich hier sozusagen dann den Link direkt zur Verfügung stellen, weil es ja an die Originalquelle verweist, die auf Loom hinterlegt ist. Okay. Gehen wir nochmal in die Bearbeiten-Funktion hinein. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, um das zur Verfügung zu stellen. Dazu müssen wir uns, halt hier sind wir gewesen, das Video erstmal herunterladen. Da drücke ich jetzt einfach mal auf den Button. Sie sehen auch hier schon, dass dieses Video heruntergeladen wird. Das ist jetzt nicht viel, das sind bloß 47 Sekunden. Das wird ungefähr so. Schauen wir mal in unserem Verzeichnis nach unter Downloads. Das sind wir hier
bei 13 MB. Das heißt also, es ist überschaubar, sozusagen von der Größe her. Sie können bis zu 512 MB hochladen. Damit können Sie ein relativ umfangreiches Video von vielleicht so bis in 30 bis 45 Minuten hochladen. Dann ist sozusagen auch die Speichergrenze erreicht. Okay, wenn Sie das heruntergeladen haben, dann gehen Sie an die jeweilige Stelle von Elias, wo ich jetzt mich hier gerade befinde, ist die Seitengestalten-Funktion. Damit lässt sich das sozusagen dann auf die jeweilige Seite bringen. Und ich kann hier die Funktion Video bzw. Audio und Bild hochladen. In dem Fall ist es eine Datei. Ich gebe den Text ein, dass es einfach eine Testdatei ist. Ich gehe in mein Verzeichnis, hole mir die Datei, wähle sie aus und dann kann ich sie hochladen. Ich würde immer empfehlen, hier von der Größe, die Größe etwas runter zu regeln, weil die Vollansicht dann den gesamten Bildschirm in Anspruch nehmen würde und das auch immer zu Ladeschwierigkeiten führen kann bei den Lernenden. Von daher nehme ich hier mal eine bewährte Größe 426 mal 240. Das habe ich mir gewissermaßen aus den Formaten, wie auch in YouTube bestimmte Formate angegeben sind, herausgeschaut. Okay, da können Sie auch nochmal separat danach recherchieren. Ich drücke hier auf Speichern. Die MP4 wird dann automatisch hochgeladen auf dem Surfer. Das dauert auch einen kleinen Moment, bis sozusagen dann die Seite hier aktualisiert ist und wir dann wissen, okay, es ist hochgeladen, jetzt ist das passiert. Das war jetzt übrigens alles in Echtzeit. Also es geht relativ flink und Sie haben hier das Medienobjekt gespeichert. Das haben wir schon als Hinweis bekommen. Und siehe da, hier ist im Browser sozusagen jetzt unser Video eingebettet. Es gibt noch kein sozusagen Bild, das ist auch so standardmäßig eingestellt, sondern erst wenn man sozusagen das aktiviert, kann man dann sich das Video anschauen. Ich gehe mal hier auf unsere Seitenansicht, weil das ist die, so sieht es dann bei den Schülern aus. Ich kann dann das Video wunderbar starten. Countdown 3, 2, 1, das kann man auch nochmal einstellen. Genau, Sie hören jetzt im Hintergrund Und die Aufnahme sozusagen die starten. Aufnahme selber. Ich mache mal wieder hier auf Pause. Ja, vielleicht zum Schluss noch ein Hinweis, was jetzt der Unterschied ist oder die Vor- und Nachteile sind, wenn Sie es entweder als Link zur Verfügung stellen oder als Vorschaufenster. Das Vorschaufenster hat die Funktion, dass Sie eben gleich sozusagen die Videoressource am Ort abrufbar machen und dann eigentlich die SchülerInnen und die Studierenden gezwungen sind, direkt sozusagen auf der Plattform von Elias sich die Sachen anzuschauen. Wenn Sie den Link vergeben, dann gibt es wie gesagt diese Kommentierfunktion. Und nur in dem Fall auch, wenn Sie diesen Link aufrufen, können Sie dann auf das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, nämlich am Ende des Videos auf Countdown 3, diesen 2, 1, das kann man. Button sozusagen hinweisen, dass hier sozusagen dann eine gewisse Aufgabe abgerufen werden kann oder mit verknüpft werden kann mit dem Video. Das funktioniert dann sozusagen nur in dem Fall, wenn Sie das als Video bereitstellen. Ich hoffe, dass es in Zukunft vielleicht ein bisschen einfacher ist, dass man auch das alles in dem Vorschaufenster abrufen kann. Aber für den Moment reicht das, glaube ich, erstmal aus, hier Videos in einer gewissen Weise zur Verfügung zu stellen. Und speziell auf dem System von Elias, der FHD, ist noch eine andere Funktion implementiert. Die uns ermöglicht, sozusagen das Video auch nochmal innerhalb der Seite einzubetten. Dazu gibt es die sogenannte Share Embedded Link Funktion. Die kann man hier sozusagen über das Share-Symbol auswählen. Und man kann hier die Restriktionen festlegen, ob sozusagen das Video immer entsprechend der Größe des angezeigten Bildschirms und Browserfensters angezeigt wird oder ob man eine andere Größe wählt. Und ich wähle hier mal eine relativ kleine Größe, die maximalte 426 Pixel mal 267 Pixel hat. Das ist so ein gängiges Format, so ein Kleinformat, damit das auch auf allen Browsern im Regelfall zu lesen ist. Woher habe ich das? Das habe ich mir einfach aus dem Internet, aus den Foren angelesen, um einfach so eine kleine Größe darzustellen. Ich klicke hier auf Copy Format oder Copy Link, gehe dann sozusagen halt, hier sind wir, in unseren Testkurs,
Jetzt bin ich auf dem Server von der FAD und gehe hier auf der Seite Bearbeiten Funktion Text einfügen und füge dort den sogenannten HTML-Text ein. Das ist ein sogenannter iframe-Text, das heißt, innerhalb des Browserfensters wird sozusagen nochmal ein separates Objekt geladen, nämlich unser Loom-Video, was wir erstellt haben. Und das in einer gewissen Größe und mit den zur Verfügung gestellten Funktionen. Ich drücke hier auf Speichern und dann gehe ich auf Seite Anzeigen und sehe hier gleich, sozusagen, wenn es geladen ist, das Vorschaufenster. Das kann ich übrigens genauso tun, auch mit YouTube-Link, die ich direkt und von Vimeo-Links, die ich einbetten kann. Wenn nämlich das beispielsweise hier durch die Darstellung, es gibt nämlich hier die Funktion, das zeige ich gleich nochmal, wenn ich ein neues Video einfügen möchte, kann ich ja hier auf die Videofunktion auch gehen. Das funktioniert nur so lange gut, wenn ich hier eine URL einstelle, nur so lange gut, wenn wir uns mit einer Quelle beschäftigen, die zum Beispiel YouTube hat. Dann funktioniert das und dann wird das auch automatisch umgewandelt. Sobald wir einen anderen Anbieter haben, wie zum Beispiel Vimeo oder wie zum Beispiel das Loom-Video, was wir gedreht haben, dann kann man das nicht mehr über diese URL-Funktion machen, sondern müsste das entweder über Datei hochladen tun oder eine vereinfachte Möglichkeit ist dann einfach, so wie wir das jetzt gemacht haben, über dieses iframe-Import-System oder diese Importmöglichkeit können wir auch das Video zur Verfügung stellen. Was haben wir da gemacht, um es nochmal zusammenzufassen? Wir erstellen einen Text und in den Text bauen wir sozusagen einen HTML-Code ein, der dann automatisch ausgeführt wird, wenn man diese Seite aufruft. So viel vielleicht noch zu einer weiteren Exportfunktion, die man dann gemeinhin als Embedded Link bezeichnen kann. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und jetzt bin ich ganz gespannt auf Ihre Fragen.